Hallo und herzlich willkommen YouTube. Hier ist wieder euer Gitarre im HD. Also, los geht's! Und ich versuche gerade für ein Achievement diesen Test zu verweigern und ich habe mich jetzt hier so hochgebaut, aber ich schaffe es nicht, hier rauszuspringen. Und ich wüsste jetzt auch los! Nicht, wie man jetzt nochmal noch höher kommen könnte. So, ich mach mal. Ah, kacke, ich versuch's nochmal. Ich bin ja. So, nee. Und los geht's! So. Und los geht's. So. Bin ich schon mal so hoch. Und einen muss ich jetzt noch irgendwie... Ja, so. Also, los geht's. Und den einen muss ich jetzt mitnehmen. Nein. Oh, nee, ich geb's auf. Komm, ich will jetzt nicht das Let's Play unnötig in die Länge ziehen. Ah, scheiße. Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst krieg ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Oh, aber ich sag dir, wenn ich dann teste... Oh, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen, immer nur testen. Okay, du testest, ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Sie... Oh, ja, gut gemacht. Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... Ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Los geht's! Mach's einfach nochmal! Moment mal! Hier! Nicht. Naja, der erste Test... Okay, neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Oh, da sind sie! Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist mit den ersten Test. Und zwar den hier soll man nicht lösen. Warte doch mal. Hier geht die Treppe raus. Wie mache ich das jetzt? Wie komme ich hier raus? Gibt es hier irgendwo ein Portal? Dass ich nutzen kann, damit ich hier rauskomme. Portalfläche. Nee, ne? Ah, Mist. Das ist schief, wenn werde ich wohl erstmal nicht bekommen. Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Dieser Test ist von mir. Nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Ach ja. War ein bisschen Chaos hier anscheinend. Aber wir brauchen eine Kugel. Wie mache ich das jetzt? Genau. Damit kommen wir zumindest schon mal
Komm her. Muss ich hier runterkommen? Also hier unten blau. Gut. So. Zack, durch. Dann hier. Und so. Und warten. Und zack, offen. Oh, gut gemacht, ihr beiden. Ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hole euch dann ein. Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Die gute Nachricht, es gibt bisher keine. Darauf komme ich später zurück. Okay. Sehr nett. Sehr nett, nett, nett. Wheatley Labuty, also jetzt hat er es aber, jetzt hat er das Papier. Ich würde dir gerne einen Test helfen, aber ich kann nicht. Entschuldige, du bist allein. Diesen Test habe ich selbst entworfen, zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert, es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche, einfach sensationell. Gut, das kriegen wir hin schon mal so. Dann hier haben wir keine Portalwand. Ich frage mich, wenn er noch alleine ist und selber Test baut, so bleiben dann die Laborfenster da noch. Ich muss irgendwie dort oben hinkommen. Genau, so mache ich das. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Siehst du die Taste da drüben? Wieder rüber. Darum kann ich dir beim Test nicht helfen. Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Gibt's irgendwo einen Ball? Ach, hier gibt's doch einen Ball. Okay. Der muss auch noch rüber. Komm! Oder ein Ballroboter, eher gesagt. Mehr. Zack. Oh ja. Gut gemacht. Danke. Wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein, du hast doch die Ich weiß, wir stecken tief im Dreck und sterben wohl gleich. Aber das war's, Liette. Okay, sehr, sehr gut. Ich komme, noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt, völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette, richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Oh nein. So wie eine Erinnerung. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Ja, natürlich nicht. Das ist wie neu. Du machst auch gar nicht diese schönen Steine kaputt. Das ist alles Ressourcen, die gebraucht werden. Wie dem auch sei. Hier kommen wir mit rüber. Passt zumindest. Hiermit. Hiermit kommen wir rüber. Will ich das überhaupt schon? Genau, ja, bitte. Glaube ich zumindest. Muss ich jetzt auch. Was macht der hier? Einen Würfel. Nee, hier muss er hin. Perfekt. Den brauche ich nämlich. Komm her. Und dieser Würfel, der muss direkt
Dieser Würfel wird kein leichter sein. Dieser Würfel wird steinig und schwer. So? Zack. So. Ne, nehme ich mit. Nehme ich mit. Machen wir es mal so und dann. Komm schon. Ah! Das müssen wir anders machen. Müssen wir so machen. Und dann. Na toll. Machen wir nochmal anders. Dann so. Perfekt, kann man ein bisschen Geduld. Nee, hätte ich gebraucht, ne? Ja, scheiße. Ich muss da mit rein. So. Jetzt geht's. Oh, nun geht's los. Oh, wie enttäuschend. Oh nein, das passiert schneller als gedacht. Es wird schon alles werden. Okay. Ja. Ne? Appity Labuties. Ich meine natürlich Wheatley Labuties. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal. Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlecht. Außerdem. Ich will das nicht. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon. Mach einfach den Test. Okay, ich brauche hier unser Ding. Kriegt das her? Oh. Wie bekomme ich das? Also, da hat sich GLaDOS gerade wirklich mal gegen ihre eigene Diskriminierung gestellt, weil ein paar, so 20 Testkammern davor, hat sie uns als Weise beleidigt. Hat sogar in Klammern unsere Eltern angerufen. Nee. Aber vorher muss man wissen, wie komme ich hier durch? Wie komme ich hier durch? Boah. Fast runtergefallen. Hiermit kann ich runterfallen. Aber nur solange ich draufstehe, kann ich zurück. Hier oben ist nichts. Okay. Hier ist auch nichts. Ah, genau, ja. Genau so war das. Und zack. Zack. Perfekt. Nein, nein, nein. Bleib schon. Und jetzt noch nach oben. Obwohl wir nicht ja gar nicht nach oben, müssen ja hier hin. Jetzt muss ich so machen. Dabei ist der Test zu einfach, aber mich einen Schwachkopf nennen. Mit der Schwachkopfsache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Dass GLaDOS mal zu weit geht, also das glaube ich nun wirklich nicht. Appity Labuties.
Ich meine, Wheatley Labuties. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Okay, ich muss so machen. Und so, glaube ich. Dann stehe ich hier. Und dann lasse ich mich fallen. Dann. Das gleiche nochmal. Hiermit. Perfekt, da ist er ja. Das war gar nichts. Nichts! Der von ihm besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Testeuphorie. Mit der Zeit wird man ihr gegenüber unempfindlich und es wird etwas unerträglich. Doch mit mentaler Stärke hält man es aus. Mir war es egal. Mein Motiv war die Wissenschaft. Er aber... Ja. Eine sehr einleuchtende Theorie, Frau GLaDOS. Ich sollte auch langsam mal beenden, weil ich habe jetzt 1,5 Stunden nehme ich jetzt auf, mit Pausen dazwischen, deswegen sind auch nicht 1,5 Folgen, 1,5 Stunden volles Videomaterial, weil ich weiß auch nicht mehr so viel, wie viel Akku, wie viel Speicher ich noch habe. Kümmere dich nicht um mich. Wir haben noch 3 Minuten. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ich habe einen kleinen Fehler entdeckt. Und zwar normalerweise ist es so, wenn Plattformen sich bewegen, dann, dann löse ich die Portale wieder auf. Jetzt hielt das Portal, obwohl wir uns bewegt haben. Ich meine, egal wie groß das ist, das Portal müsste verschwinden. Laut Epic Design. Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Ja. Mag sein. Wie komme ich nochmal hier hoch? Moment mal. Hier runterfallen lassen. Okay. Das klingt nicht so toll. Das klingt nicht so toll. Also ich komme auf den Knopf drauf. Brauche aber einen Würfel, damit der gedrückt bleibt, für die Tür da oben. Den Würfel, den bekomme ich dort oben. Kann aber so machen, genau. Perfekt. Dann kann ich so machen. Muss aber vorher natürlich den Cube haben. Perfekt. Nein. So. Raus dort oben. Jetzt nochmal so und so. So.
Nein! Mist! Ja, daran hätte ich denken müssen. Daran hätte ich denken müssen. Das war mein Fehler. Kacke. Egal. Die Folge hier, die ist zu Ende. Ne? Obwohl, die mache ich noch kommen. Ich habe ja hier das orange Portal verschieben. Wir wollen jetzt nicht doof sein. So, Tür ist offen. Jetzt mache ich hier blau, orange, weg. So. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Ja. Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Nein, das war die Lösung. Ach, ich verpasse alles. Ja, wie dem auch sei, die Folge ist zu Ende. Ne? Wir sehen uns dann morgen, wenn ich es schaffe aufzunehmen. Ja, denke ich mal, ich habe noch viel im Vorrat. 5 Folgen. Mit der hier. Und ja, ne? Ja. Ja, 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 ja. Wheatley Labuties. Und dann sage ich. Dann sag ich mal tschüss, euer Gitarre im HD. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt ihm einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Dann kriegt ihr jeden Tag frische, leckere, saftige Folgen. Und ja, nach dem Portal-Projekt kommt das Portal-Koop-Projekt. Das wird sehr schmackhaft. Und ja, dann sage ich tschüss, euer Gitarre im HD.